Was geht ab, meine lieben Minecraft-Freunde? Willkommen zu einem Video hier auf DKS Offizial. Wie ihr seht, ich bin gerade auf einem Kamel. Und ja, wir haben heute was Cooles vor. Ich zeige euch heute mal einen RTX Realistic Shader. Und zwar nicht nur einen Shader, wie man ihn kennt, sondern auch einen Shader direkt mit Textur drin. Es ist ja jetzt schon etwas länger her, dass ein Video kam. Ich denke mal 6 Wochen ungefähr über Shader. Und ich dachte mir, wenn ich schon euch einen RTX Shader zeige, dann zeige ich euch jetzt auch mal eine Textur. Ja, Freunde. Seid gespannt, wir beginnen direkt mit dem Intro. So, ich hoffe, euch wird der Shader gefallen. Und ja, ihr seht es gerade, ist der, ich kann euch das mal zeigen, der Wann-Shader ist an. Also der heißt Wann. Was haben die hier vor? Oha, das war aber ganz schön böse. So, also ich zeige euch mal kurz den Shader. Jetzt gerade ist der Wann-Shader aktiv. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Das ist jetzt mal hier rechts eingeblendet. Das ist so ein Shader, sage ich mal, für Geräte, die nicht so viel aushalten. Ich benutze den auch gerne, weil ich natürlich auch eine gewisse Rechenleistung auch noch für andere Sachen brauche. Ihr könnt ja mal vorbeigucken. Vielleicht gefällt euch dieser Shader. Und ich füge jetzt einfach mal den Shader hinzu. Und wie ihr sehen könnt, wir haben den Shader jetzt drin. Vorher müssen wir aber nochmal den Wann-Shader deaktivieren, weil 2 Shader übereinander, das klappt nicht. Und ja, wir gehen direkt mal rein. Und gucken, was sich jetzt zeigt. Okay, da sind wir. Ihr seht, es ist sehr am Backen. Das liegt daran, dass ich irgendwie, glaube ich, nicht die Leistung dafür habe. Aber natürlich, man sieht trotzdem, wie schön dieser Shader ist. Vielleicht machen wir auch einfach mal eben kurz. Das hilft manchmal. Immer Tag. So, Freunde, wie ihr sehen könnt, mein Skin, der lädt gerade nicht so gut. Wir gehen nochmal neu rein. So, da sind wir. Und jetzt ist es besser. Und ihr seht, Freunde, der Shader ändert nicht nur, sage ich mal, an sich mit RTX hier alles. Vor allem, man muss auch mal sagen, an sich ist der Shader sogar noch besser als den anderen RTX-Shader, den ich mal vorgestellt habe. Und dazu kommt natürlich auch die Textur, die sich hier verändert hat. Es ist alles sehr hochauflösend, wie man sieht. Selbst wenn ich im Wasser zum Beispiel drin bin, das sieht schon echt krass aus. Also die Grafik ist echt wild. Und ja, dieser Shader ist natürlich sehr, sehr leistungsfordernd, sage ich mal. Und ja, man merkt auch ein bisschen, es laggt. Ich war natürlich wieder lange auf eine Suche nach einem Shader und deswegen hat sich auch es so lange hingezogen, bis ich das nächste Video mit einem Shader droppe. Und ja, es hat sich aber gelohnt. Hoffentlich. Für die Leute, die einen guten PC haben, ist dieser Shader natürlich gar kein Problem. Und ihr könnt diesen kostenlos downloaden. Ich habe den Link dafür in die Beschreibung gepackt. Also alles ganz einfach und natürlich kostenlos. Ja, und an sich brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Es wurde nämlich schon alles gesagt und ja, die Hasen, die sagen jetzt Tschüss. Ja, und ich sage jetzt auch Tschüss, denn ihr wisst jetzt alles über diesen Shader. Und somit bedanke ich mich bei euch für euer Zusehen. Und ich sage einfach mal bis nächste Woche, Samstag.